Und weiter geht's, ihr Lieben, mit einem neuen Video hier in Russian Fishing 4. Natürlich wieder vom Koori, Alter. Und die Glöcklein, die klingeln schon. Ich teste hier gerade drei Routen, unterschiedliche Schnüre auf die winzigen Sumpferitzen. Und ran damit, Alter. Ran damit, Sumpf-L-Ritze Nummer 1, zack. Ich glaube, es wurden sogar schon Trophys gefangen oder noch größere Brocken bei den Sumpf-L-Ritzen, Alter. Und ich teste jetzt hier gerade drei verschiedene Schnurarten auf diese ganz kleinen Viecher und gleich im Anschluss auch nochmal verschiedene Haken. Das bimmelt aber laut, Alter. Ich glaube, da war ja irgendwie was komisch im Game mit den Soundeinstellungen. Ne? Habt ihr das auch? Dass zum Teil das Auswerfen und sowas mega laut ist und dann das Trinken super leise irgendwie im Verhältnis und die Schritte und irgendwie, also ganz wild von den Sounds. Vielleicht sind sie da nochmal dran, gehen sie da nochmal dran. Und ich glaube auch, die Lampen gehen nicht bei jedem. Ich stelle das gleich nochmal auf, ob da schon... Ob sich da was getan hat. Geht die Lampe wieder? Schwer zu sehen. Okay, ich sehe gerade keinen Unterschied. Testen wir gleich, wenn es dunkel wird. Und da geht der nächste. Also, ich teste hier auf die kleinen Sumpfritzen. Mir fällt die ganze Zeit auf, die sind unmaßig. Ich gehe jetzt mal hoch auf einen größeren Haken. Guck mal, ich habe hier so einen 16er. Nehmen wir mal den hier. Oder den hier. Nehmen wir mal diesen Atterman 16 mit dem Regenwurm. So. Ganz wenig hier, nur so auf 7 Meter ausgeklippt. Ganz wenig weit raus, damit wir hier schön gleiche Bedingungen haben. Ballern wir auch drauf. Regenwurm und gib ihm. Wir wollen ja auch die dicken Brocken, ne? Tendenziell hätte ich jetzt eher gesagt so ein 18er. Aber ich hatte gerade keinen. Ich weiß gar nicht, wo die sind. Vielleicht mal gucken, ob ich die irgendwo anders drauf geknödelt habe. Die 18er. Aber 16er geht auch. Ich glaube, man startet ja im Game auch mit einem 16er Haken. Am Windenbach. Gucken wir mal, ob man mit solchen... Naja, das sind schon... Für so winzige Fische sind das schon echt große Haken. Das ist so geil, ne? Man kann halt einfach ins Wasser gucken. Und da sieht man den fetten Haken und den Wurm. What a worm. Und dann sieht man, ob da die Fische ankommen und rumzuppeln oder nicht. Gar nicht schlecht. Ah, so. Also, was haben wir? Wir haben hier verschiedenste auf den kleinen Routen. Also, ob das jetzt eine kleine Feederroute ist oder eine Winkelpicker, wie auch immer, müsst ihr halt gucken, was ihr gerade habt. Ich denke mal, wenn man gerade im 16er Bereich ist, kann man hier super mit seinem einfachen Grundset, was man hat, oder auch mit diesem Starter-Set sich hier hinstellen, dünne Schnur drauf oder ein dünnes Vorfach. Ich würde hier, wenn ihr mit Fluorocarbon-Vorfach rumhantiert, vielleicht irgendwas nehmen im Bereich von 3 bis 5 Kilo. Auf jeden Fall ein leichtes Vorfach. Ich teste hier einmal gerade Fluorocarbon 4 Kilo. Dann habe ich hier drauf Microbraid, diese super, super, super dünne Schnur 0,04. 2,8 Kilo Tragfähigkeit. Und hier habe ich Invisible Schnur. So dieses Vorfachsmaterial mit 3,7 Kilo. Ja, gucken wir mal, welches davon irgendwie die besten Ergebnisse liefert. Jetzt ist natürlich als erstes die Frage, doch, da ist was dran. Da sieht man so ganz gerade, oder ist es am Rumschlucken und am Rumzuppeln an dem Wurm, Alter. Jetzt aber hier geblieben. Die werden ja immer kleiner, ey. Immerhin Happy Hour Bonus mit der Sumpf-L-Ritze, Alter. Da freut man sich doch. Das gönnt. Und ist da direkt was dran? Nö, ist nichts dran.
Das ist echt cool, ne? Man kann wirklich hier bis ins Wasser reingucken. Alter, und wenn dann gleich was ganz Dickes da dran geht, dann weißt du direkt, oh mein Gott, vielleicht ziehe ich die Rute vorher raus, bevor da so ein riesen Brocken mich gleich leer zieht. Da, zack. Da, das ist eine fette, das ist eine ganz fette Sumpfritze, oder? Da. Anschlagen noch. Und? Immer noch nicht. Alter, noch nicht eine maßige, glaube ich. Noch nicht eine maßige. Aber die gehen auf einen fetten 16er Haken. Hammerhart, oder? Da ist schon wieder eine. Da ist schon wieder eine. Hier jetzt auf der Microbraid. Wo ist der andere Köder? Da ist die Schnur. Da ist nix. Vielleicht auch gleich nochmal einen anderen Wurm oder sowas. Einen anderen Köder. Aber ich glaube, in den Rekorden, zack, jetzt zieht's ab. In Rekorden ist überall der Regenwurm drin. Und die Gefahr ist natürlich, wenn du hier was anderes reinschmeißt, wie zum Beispiel einen Mistwurm, dass du dann natürlich hauptsächlich Barsche oder sowas hier dran hast, ne? Und die Barsche, die wollen wir natürlich nicht. Stell dir mal vor, hier ballert ein fetter Barsch dran auf so einem dünnen Vorfach und so wenig Meter Schnur nur drauf. Nachher zieht er dich noch leer. Wirst du leergezogen von den Barschalgen. Ja, Sumpf-Elritzen. Kann man mit denen eigentlich noch irgendwas anstellen? Ha! Elritze aus der See, aus dem See, bla bla bla. Sumpf-Elritze, 25 bis 30 Gramm. 25 bis 30 Gramm. Hammerhart, Alter. Man kann tatsächlich was mit denen noch anstellen. Also, nee, doch nicht. Sind das die Verkehrten oder was? Was sind das denn für welche? See-Elritzen. Nee, nee, jetzt macht ihr mich aber fertig, Alter. Alter. Ob das das eine oder das andere ist, eine verdorchte Elritze. Ist doch egal, welche Ritze. Zurück zum Thema. Also, nein, können wir leider nicht. Da geht aber wieder was dran hier, schön in der Mitte. Sieht ein bisschen dicker aus. Rechts auch noch, zieht auch noch ab. Also, nehmen wir erstmal den hier. Verdorch, ey. Schade. Also wirklich, oh, 95. Nice. 95er Sumpfi kann man machen. Und ich habe schon gerade echt gedacht, so geil, Alter, da haben wir ja direkt hier den nächsten Köderfisch für dieses Gewässer. Ich meine, ne, wenn das hier in diesem Gewässer rumschwimmt, dann werden da auch die großen Brocken sich gerne mal so eine Sumpfelritze wegsnacken. Aber nee, ist nicht. So, gucken wir mal wieder rein. Oh, guck mal da, da bimmelt und bammelt es wieder los. Auch hier wieder ordentlich Gewicht. Aber da ist es keine, oder? Nee, eine olle kleine Brasse, die schmeißen wir auch direkt wieder rein. Die versaut uns sonst den Kescher. Nix dran. Und nichts dran. Hier sieht das auch so ein bisschen komisch aus. Ich werfe das mal wieder aus. Beziehungsweise ich nehme auch hier nochmal einen etwas anderen Haken. Ich hätte ja echt Bock irgendwie auf einen 18er Haken. Ne? Den fühle ich ja irgendwie gerade am ehesten. Dass das so der Burner ist. Also 18er Haken, Regenwurm und gib ihm. So. Ich stehe hier, ach so, ich stehe hier direkt am Dorf, ne? Direkt am Dorf, gar nicht weit gerannt. Nächste Stelle hier. Zack, gib ihm einfach mal auswerfen und gucken, ob der Lachs lübt oder die Elritze. Alter, auf Sicht angeln sozusagen. Da drüben. Nee. 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 Okay, es bimmelt einfach nur so zum Spaß. Ja, die Elritzen. Ich weiß gar nicht genau, wie das mit dem Trophy-Gewicht ist. 100? 110? Ich weiß es gar nicht genau. Also ich war, ich sag mal, mit dem Teil schon nah dran. Und Super Trophy. Auch eine gute Frage. 150? 200 werden die doch bestimmt nicht, oder? Das wäre ja ein bisschen, das wäre schon ein bisschen sehr, sehr wild, ey. Die kleinen Dinger. Aber es wäre halt geil, wenn man hier mal eben so schön nochmal eine Trophy abhaken kann. Und gerade bei den kleinen Viechern, wenn die so ein bisschen hier auf Frequenz gehen und so auf entspannt, dann lohnt es sich doch häufig. Gucken wir mal eben in die Rekorde rein. Wöchentliche Rekorde.
Da, Sumpf-Elritze, da ist sie. Sie wurden schon gefangen hier mit 196. Ach, und guck mal hier, sogar auf Borkenkäferlarve. Das ist ja nett. Das können wir doch auch gleich nochmal ein bisschen testen. Vielleicht war das auch nur Beifang. Da, Alter, da ist was anderes Großes. Das ist keine Sumpf-Elritze. Da ist wieder was anderes Großes. Was ist das? Ein Rotauge? Könnte, ne? So lang, wie das da am Rumzuppeln ist. Jetzt guckt euch das an, wie lang das Ding da am Rumzuppeln ist. Jetzt schwimmt er weg, der Lümmel. So. Alter, wieder so eine olle Brasse. Geh weg. Okay, ich mache jetzt hier mal auch einen 18er Haken Borkenkäferlarve. Und raus damit. Also so richtig, also ich sag mal, es funktionieren alle Schnüre. Ich habe fast den Eindruck, ah, da geht was dran. Ich wollte gerade sagen, fast den Eindruck, dass hier Fluorocarbon only noch den schlechtesten Bringer macht. Und hier, ja, vielleicht doch eher wieder auf Microbraid. Guck mal hier, zack, Borkenkäferlarve gerade rausgeschmissen. Was haben wir dran? Alter, eine fette Sumpfelritze. Siehste, das ist es halt manchmal, ne? Einfach rumtesten, andere Köder auch wieder ausprobieren und zack, Rinder mit dem Aal. Sehr schön, ne? So muss das. So, was war jetzt hier? Ist der abgehauen, der Fisch? Der ist wirklich abgehauen. Ich ändere hier auch nochmal eben die Schnur. Ich gehe jetzt hier wirklich von dem Fluorocarbon gehe ich weg, gehe auch hier wieder auf das Microbraid. 2,8, ich habe leider hier nur noch ein bisschen 85 Meter drauf, sollte aber reichen. Auch hier jetzt ein 18er Wurmhaken mit Wurm drauf. Scheiße, ich habe ja nicht mehr geklippt. Beim Schnurwechsel ist der Clip ja weg. Er klippt tatsächlich, ja. Aber einfach nur hier vorne so hin auf 7 Meter, dass wir hier ungefähr eine gleiche Ecke immer haben. Das war noch nicht mal die ganze. So. Oh, und die Bremse natürlich einstellen. Siehst du auch wieder. Grobe Anfängerfehler, Alter. Auswerfen und Bremse nicht eingestellt. Ah, war doch eingestellt. So. Und da geht der nächste rein. Ja, Leute, also, schön hier auf die kleinen Elritzen. Ich weiß nicht, wie das in der Nacht ist. Ob die da irgendwie Spaß haben, auch in der Nacht ranzuballern. Wäre nicht schlecht, ne? Alter, da! Alter Falter! Und ich habe mir noch so gerade gedacht, ach, ich könnte auch einmal sowas wie eine Futtermische rauswerfen. Auch nicht schlecht. Ach, ist das schön. 104 Gramm Sumpfelritzen-Trophy abgehakt. Check. Ehre, Alter. Erledigt. Schön. So. Tipptopp. So muss das doch sein. Die Dinger wollen wir genauso haben. Und weil es einfach zu einfach, weil es zu easy ist. Auf Borkenkäferlarve direkt nochmal einen hinterhergeballert. Wäre ja zu easy. Was fängt ja auch nur eine Trophy an? Ha! 108! Auf Borkenkäferlarve, Alter. Lübt der Lachs. Lübt der Lachs. Ach, wie schön, ey. Ja, so muck wie dat. Schön einen nach dem anderen rausballern. Gucken wir mal, was so geht. Ach, wie schön. Ja, kann man machen. Kann man machen. Einfach mal hier schön auf Sumpfelritze ballern, Alter. Ach, dann hat man zumindest schon mal den einen Fisch hier abgehakt. Warum auch nicht? Leute, es bimmelt weiter. Es ist einfach zu wild. Ich würde sagen, Microbraid steht gerade ganz weit vorne.
Und wenn du sagst, nee, Microbraid ist mir ein bisschen zu teuer, ich glaube einfach ganz mit normaler Schnur wird das auch gehen. Also nicht kirre machen. Aber ich sag mal, von der Frequenz ist das doch gar nicht so schlecht bisher. Ach, Wahnsinn. Jetzt hatte ich gerade ja noch mal ein bisschen geguckt, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, eine Futtermische rauszuwerfen. Jetzt traue ich mich natürlich gerade nicht, hier den Spot, der gerade geliefert hat, mit Futtermische zu versauen. Andererseits, warum auch nicht, ne? Einfach mal reinballern. Ich habe Maismehl genommen. Ich habe gehackte Würmer genommen. Und Mistwurm-Feed-Pellets in Größe 3, also sehr klein, mit Wurmextrakt. Und dieses minimale Gemisch, was also wirklich sehr wurmig ist, das dann gerade rausgeballert. Ich muss mal eben kurz schauen, wo ich es hier habe. Und ich glaube, ich baller gleich einfach mal 10, hier ist es, El Rizzo, Alden. 10 Stück davon raus. 2, 3, geil, man sieht's. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich lach mich kaputt, Alter. Man sieht die Bällchen da unten rumliegen. Wie sie sich da jetzt gerade so schön auflösen. Blub. Blub. Ich habe ein bisschen wenig weit rausgeworfen, ne? Aber es ist ja auch 2 Meter noch was irgendwie Lockwirkung. Oder Scheuchwirkung. Werden wir jetzt sehen. Alter. Okay. So, mal genau in den Bereich nochmal hingeschmissen, wo die Bällchen rumlagen. Deutlich näher hier dran. Ja, Leute, also im Großen und Ganzen lübt der Lachs natürlich. Gar nicht schlecht. Zieht raus die Brocken, würde ich sagen. Ich teste hier jetzt nochmal ein bisschen weiter. Ihr könnt ja mal sagen, ob das bei euch auch funktioniert hat. Einfach mal unten drunter schreiben. Hier kommt schon wieder der nächste Brocken. Bisher scheint es so zu sein, dass die Mische zumindest nicht verscheucht. Ich werde das noch mal ein bisschen verfolgen. Auch gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, ob ihr auch mit Futtermische hier schon probiert habt oder es ausprobiert habt jetzt im Nachhinein. Und dann tauschen wir uns einfach mal im nächsten Livestream aus. Montags, mittwochs und freitags live auf Twitch. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video oder dann halt im Livestream. Bis dahin, Petri!